Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin. Ja, und heute sprechen wir mit Dr. Rahild Neuburger, die an der Forschungsstelle Information, Organisation und Management im Cluster Information Systems and Digital Business an der LMU Munich School of Management tätig ist und über die Implikationen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz auf Arbeits- und Organisationsstrukturen forscht. Und Rahild ist auch Geschäftsführerin des renommierten Münchner Kreis. Rahild ist leidenschaftliche Skifahrerin, ist sehr gern in der Natur, in den Bergen. Sie reist auch sehr gerne und normalerweise, wenn es nicht Corona gibt, sehr viel. Und die Rahild ist extrem neugierig in jeder Hinsicht. Sie fotografiert gern und sie ist Mama von 3 Söhnen. Herzlich willkommen, liebe Rahild. Ja, vielen Dank für diese nette Einführung. Liebe Anne. Ja, Rahild, man kann ja fast außer Atem sein, wenn man alles auflistet, was du gewuppt bekommst an einem Tag. Muss man 1000 Sätze sein, um mit Digitalisierung zu tun zu haben? Nein, man muss einfach nur Interesse haben. Man muss Interesse haben, neugierig sein und offen sein für die Digitalisierung. Meine Mama hat immer gesagt, dass er, wenn sie gewusst hätte, wie ich dann auch werde, dann wäre mein zweiter Vorname Why gewesen. Zu Deutsch, warum? Man sagt, Curiosity killed the cat bei uns in England. Und man hört es auch oft bei der Erziehung, sei doch nicht so neugierig. Jetzt hast du von dir gesagt, du bist ein sehr neugieriger Mensch. Müssen wir Neugier am neuen Image verpassen, damit wir besser mit der Digitalisierung zurechtkommen? Das ist ein guter Punkt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass man ja oft immer so zu sagen bekommt, jetzt sei doch nicht so neugierig oder du mit deiner Neugierde oder so. Stimmt, eigentlich, das gilt nicht nur für Digitalisierung, das gilt, glaube ich, für alle neuen Technologien. Egal, ob das Digitalisierung ist oder Quantencomputing oder ob das Biotechnology ist oder so. Neu. Es steckt ja im Wort eigentlich. Und Rahild, was macht dich gerade jetzt neugierig an der Technologie, an der Digitalisierung? Mich fasziniert, welche Veränderungen dadurch entstehen. Mich fasziniert, und zwar jetzt nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in der Lebenswelt, die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, die Potenziale, aber natürlich auch die Herausforderungen und die Grenzen. Also mich fasziniert einfach, was da gerade passiert. Jetzt wissen wir, dass du da sportaffin bist, mit Skifahren, da gibt es Downhill, da gibt es Slalom, das gibt Langlauf, es gibt alles Mögliche. Sind das alles Disziplinen, um alles rumfahren, schneller werden, die ganze Strecke durchhalten, die man dann auch braucht, wenn man digitale Kompetenzentwicklung betreibt? Man muss vor allem genießen können. Und man muss auch das Skifahren genießen können. Downhill und so weiter, da bin ich zu alt dazu. Aber das ist natürlich schon was, das sind schon Parallelitäten da, absolut. Dass man langen Atem hat, nicht gleich sozusagen am Anfang schon aufgibt, wenn etwas nicht funktioniert, auch aus kultureller Sicht. Genau, das ist ein guter Punkt, ja. Weitermachen. Rahild, ich habe am Anfang gesagt, du bist ja auch also Geschäftsführerin beim Münchner Kreis. Was ist der Münchner Kreis? Der Münchner Kreis ist ein gemeinnütziger Verein, der schon sehr lange existiert, nämlich genau genommen seit 1974. Und der die Vision hat und die Idee hat, Orientierung für Herausforderungen der digitalen Transformation zu geben. Und wir sind im Grunde eine unabhängige, eine neutrale Plattform aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und möchten die anstehenden Themen aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren und bearbeiten. Mhm. Philipp, da ist die Neugierige wieder unterwegs. Bist du absolut auch neugierig heute? Genauso habe ich die Rahel kennengelernt. Ja, Tausendsasserin stimmt schon ein Stück weit. Rahel, du bist lange schon dabei mit den Digitalthemen. Man kann schon sagen, auch sehr viel Pioniersgeister dabei. Auch in der Forschung hast du dich schon mit vielen Fragestellungen beschäftigt, zu Zeiten, wo das noch nicht so en vogue war. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie sich die Diskussionen um die Digitalisierung, vielleicht auch die Forschung um die Digitalisierung in den letzten
Jahren, man kann fast sagen Jahrzehnten, verändert hat. Gibt es da so ein paar Punkte, die dir da bewusst aufgefallen sind? Ja, die Technik hat sich einfach geändert. Die Fragestellungen, also in meiner Wahrnehmung, haben sich die Fragestellungen eigentlich nie so richtig geändert. Mhm. Ich habe meine Diplomarbeit 89 geschrieben zum Thema die Qualifikationsproblematik bei der Einführung von Expertensystemen. Mhm. Würde heute heißen Kompetenzentwicklung im Rahmen von KI oder irgendwie richtig. So. Also die Technik, damals hat man von Expertensystemen gesprochen, heute spricht man von KI. Das Problem ist dasselbe geblieben. Mhm. Dann habe ich mit Arnold Picot zusammen 96 Artikel geschrieben zum Thema virtuelle Organisation. Damals kam das Internet so ganz, ganz gerade mal, wurde das diskutiert. Das Problem ist immer noch da. Wir sprechen jetzt von Virtualisierung, von Hybridisierung, nur jetzt haben wir eine andere Technik oder haben wir eine andere technische Basis. Mhm. Das ist so meine Wahrnehmung. Also die Technologien haben sich geändert. Mhm. Wir haben von I&K-Systemen gesprochen, dann kam das Internet, dann kam die Digitalisierung, mhm. Automatisierung, KI. Mhm. Also die Technologien haben sich geändert. Die Grundfragestellungen sind eigentlich immer ähnlich geblieben. Du hast das Paper mit Arnold Picot erwähnt, deine eigene Diplomarbeit. Inwiefern haben sich denn auch die Empfehlungen und die Implikationen bestätigt? Oder kann man sagen, dass die heute anders ausfallen würden, weil vielleicht, wie du schon sagtest, die Technik sich auch verändert hat? Die Technik, dadurch, dass sie sich verändert hat, hat die natürlich noch viel, viel mehr Potenziale. Mhm. Also damals, wie wir die Idee der virtuellen Unternehmung diskutiert hatten, da hatte man ja noch gar nicht diese technischen Potenziale, die wir jetzt haben, wie wir jetzt virtuelle Zusammenarbeit ermöglichen können. Da war sie mehr so ein organisatorisches Konzept, aber wie es tatsächlich realisiert werden kann, das hat sich ja jetzt im Grunde auch erst in den letzten Jahren dann gezeigt. Also die Potenziale durch die Technologie sind sicherlich nochmal sehr viel besser geworden, stärker geworden. Also muss man gar nicht immer zu jedem Thema wieder nochmal ein neues Paper schreiben oder nochmal eine neue Konferenz machen, weil in vielen Fällen schon die Dinge vielleicht auch schon ganz gut beantwortet sind. Ja. Ja. Das ist ja auch vielleicht ein Kritikpunkt der Digitalisierung manchmal oder der ganzen Diskussion, alter Wein in neuen Schläuchen oder nur ein neues Label drauf. Da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen in dem Kontext. Hat man jetzt in der Corona-Zeit auch gemerkt. Also es ist anytime, any place. Es sind alles Konzepte, die ja eigentlich schon lange existieren. Du hast so viel aufgeführt, gerade eben, Rahel, mich würde es interessieren, wenn so viel sich verändert hat seit 89, man hat ja heute immer das Gefühl, es verändert sich alles schneller, stimmt das? Verändert sich das schneller als früher oder ist das nur unsere Wahrnehmung? Oh, interessante Frage. Ich glaube, es stimmt schon. Ich glaube, es ändert sich schon schneller als früher. Vielleicht ist es aber auch eine Mischung aus beiden, aus unserer Wahrnehmung und den tatsächlichen Veränderungen. Aber wenn ich mir jetzt so die ganzen Applikationen anschaue, die ganzen Apps, die ganzen Möglichkeiten, ist schon, glaube ich, eine Dynamik da. Einfach auch die Technologien verändern sich schneller, mehr Updates, genau. Geringere Halbwertszeit eigentlich von bestehenden Produkten. Ja. Du bist ja auch bekannte Leiterin des AK Arbeits beim Münchner Kreis und das ist sicherlich auch so eins deiner Steckenpferde, dieses ganze Themenspektrum. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein bisschen beschreiben, ich meine, das ist schwierig, aber was so ein bisschen die Grundpfeiler der Veränderung in dem Bereich gerade sind und auch was ihr erwartet, ihr gebt ja auch regelmäßig sozusagen Aufsätze heraus, wo man überlegt, was zukünftige Handlungsempfehlungen sein können. Also wo werden wir jetzt hinmarschieren zukünftig mit der Arbeit? Sehr gerne. Das ist ein bisschen mein inhaltliches Hobby, nenne ich das immer. Digitalisierung und Veränderung der Arbeitswelt. Ich glaube, wir werden eine Vielfalt an Arbeitsformen sehen. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden von diesem Normalarbeitsverhältnis, wie wir es kennen, aus einer analog-industriellen Zeit. Und wir werden eine Vielfalt von Arbeitsformen kennenlernen, technologisch bedingt, durch gesellschaftliche Veränderungen, durch andere Erwartungshaltungen auch der Menschen, die einerseits sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnen für die individuelle Gestaltung, aber auch die Herausforderung stellen, mit diesen Möglichkeiten zurechtzukommen und sich zu überlegen, in welcher Lebensphase ist jetzt welches Arbeitsmodell, aus welchen Gründen vielleicht gerade das Ideale für mich. Vielleicht kannst du doch mal so zwei, drei Charakteristika nennen. Wie können wir uns die Arbeit
der Zukunft vorstellen? Also individueller, vielfältiger hast du schon genannt. Gibt es da so ein paar konkrete Punkte? Jetzt ist natürlich Homeoffice und so und mobiles Arbeiten. Ich glaube, das ist mittlerweile angekommen. Aber gibt es vielleicht noch so weitere Punkte, die wichtig werden in der Zukunft der Arbeit? Also ich glaube, die Vielfalt bezieht sich auf mehrere Punkte. Das ist ja einmal natürlich Homeoffice und diese ganze Diskussion. Dann natürlich auch Vielfalt der Technologien, die wir nutzen, Vielfalt der Möglichkeiten, die wir nutzen. Dann Vielfalt der Kommunikationsstrukturen auch. Und ich glaube, die große Herausforderung wird auch sein, zu entscheiden, wann ist welche Kommunikation und Arbeitsform genau das Ideale. Und wir haben natürlich auch inhaltlich haben wir eine ganz, ganz neue Herausforderung. Wenn wir jetzt auch davon ausgehen, dass die Digitalisierung, die Automatisierung hier zu gewissen Veränderungen führt, dann haben wir natürlich auch inhaltlich ganz, ganz neue Herausforderungen, wo wir auch viel mehr kreativer sein können und sein sollten. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir kreativere Arbeitsinhalte haben werden oder Kreativität eine größere Rolle spielen wird. Da sind wir übrigens wieder bei der Neugierde dann. Vielleicht noch eine Nachfrage in dem Zusammenhang. Glaubst du, dass zukünftig ein Großteil unserer Arbeit sich auf kreative Tätigkeiten beziehen wird, weil wir eben viel der anderen Aufgaben automatisiert haben und das eigentlich gar nicht mehr selber machen werden? Ich hoffe es. Okay. Ich hoffe es. Es ist die Frage, möglicherweise ist auch eine Polarisierung erkennbar. Oder wird es zu einer Polarisierung kommen? Es wird auf der einen Seite sehr, sehr viel Potenzial geben für kreative Jobs, für kreative Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite auch sehr viel, leider dann eben auch Potenzial für nicht so kreative Jobs. Mhm. Also ich glaube, es wird eher eine Schere geben. Mhm. Es rachelt, Digitalisierung ist schon eine Herausforderung für alle Unternehmen. Sind die meisten mittelständischen Unternehmen auch in der Lage, mitzukommen oder brauchen sie auch mehr Hilfe von außen, deiner Meinung nach? Ich glaube, das kann man gar nicht pauschal sagen. Ich meine, wir haben sehr, sehr, sehr gut aufgestellte mittelständische Unternehmen, die auch ganz genau erkannt haben, um was es geht, die das aber vielleicht gar nicht so so thematisieren oder dann eben auch nicht so sehr stark als ja digitale Transformation oder so darstellen, sondern sie machen es einfach und so weiter. Und dann gibt es sicherlich andere Bereiche, wo man unterstützen kann. Und deswegen, ich glaube, man muss sehr stark differenzieren im Mittelstand. Dazu ist unser Mittelstand einfach zu groß. Mhm. Ich tat mir schon schwer, einen Begriff zu finden, der wirklich einheitlich ist über alle Länder hinweg und über die EU, über Deutschland, was der Mittelstand überhaupt ist. Weißt du denn, wie man das am besten beschreiben kann? Was ist ein mittelständisches Unternehmen? Ja, das ist genau der Punkt. Das hängt davon ab, welche Kriterien man zugrunde legt. Legt man die Mitarbeiterzahl zugrunde, Umsatz zugrunde, legt man die Rechtsform zugrunde, ist es ein Familienunternehmen, ist es ein börsennotiertes Unternehmen. Ich glaube, dass es so viele unterschiedliche Abgrenzungen gibt, zeigt ja schon diese Herausforderung hier, tatsächlich eine übergreifende Abgrenzung zu finden. Meinst du, dass die mittelständischen Firmen sehr von Kooperationen profitieren könnten? Sind die wichtiger geworden als früher? Ja, auf jeden Fall. Also da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial, und zwar auf mehreren Ebenen. Auf der Ebene der Datennutzung, der vorwettbewerblichen Entwicklung, der gemeinsamen Entwicklung. Dann aber auch zum Beispiel in der Ausbildung. Warum muss jedes Unternehmen seine Auszubildenden selber ausbilden? Warum kann man da nicht Kooperationen machen zum Beispiel und sagen, man kooperiert und teilt sich quasi ein oder ein Auszubildenden dann mal? Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial drin.
Letztendlich ist es doch so im Mittelstand, dass die Mitarbeiter, die wechseln die Stellen ja häufiger als früher, dass wenn man dann auch also die Leute ausbildet, man davon profitiert, also von der Ausbildung von der anderen. Siehst du Kooperationen für die Zukunft dann aufkommen, die dann heißen werden, wir legen alle zusammen und holen die Experten rein in unseren Betrieben, weil wir letztendlich dann früher oder später eh davon profitieren? Auch sowas wäre denkbar. Ich glaube, wir müssen ein bisschen, halt einfach mal ein bisschen umdenken. Wir denken ja oft sehr pfadabhängig und denken, kommend aus analog-industriellen Strukturen. Und ich glaube, durch die Digitalisierung und durch die Veränderung haben wir so viel Potenzial, mal anders zu denken und mal andere Ideen auch einzubringen. Sei es technologisch, sei es in der Form auf Zusammenarbeit, mehr so Netzwerkstrukturen oder auch wirklich hierarchische, klassische Strukturen stärker mit agilen Netzwerken zu verbinden und solche Sachen. Also ich glaube, wir müssen dieses ganze Kooperationsthema mal ja, anders angehen. Glaubst du, dass es den Mittelständlern, ja, wir dürfen nicht pauschalisieren, aber mal so in der Tendenz, schwerer fällt, dass dieses Andersdenken, dieses Infragestellen, so ein Stück weit, oder? Ja, glaube ich schon. Jetzt wieder nicht, auf keinen Fall jetzt pauschal gedacht, aber ich glaube schon, weil ja, wir haben ja hier im Grunde Unternehmen, die meistens sehr, sehr erfolgreich sind in ihrem Gebiet und hier auch ja oft wirklich Markenführer sind auch oder auch Markennischen besetzen auch. Mhm. Und ich glaube, dann wird es ja sehr schwierig, auf einmal ganz anders zu denken. Und dann wird diese Frage, wie ändert jetzt die Digitalisierung das Problem des Kunden, wird dann eben möglicherweise nicht so gesehen, sagen wir es mal so. Weil ich meine, die entscheidende Frage ist ja immer, wie ändert sich durch die Digitalisierung das Problem meines Kunden? Und wie kann man sich selbst als Unternehmen aufstellen, um dann eben mithilfe der Digitalisierung dieses Problem anders zu lösen? Was würdest du da den Mittelständlern empfehlen, Rahel, damit sie dieses Andersdenken vielleicht ein bisschen stärker schaffen? Weil wir haben ja, genau wie du beschreibst, ganz viele erfolgreiche Mittelständler, deren Prämissen sich ja über Jahrzehnte bestätigt haben. Und natürlich fällt es dann schwer, diese Prämissen auch in Frage zu stellen. Und es ist sehr leicht, immer zu sagen, so ja, wir müssen anders denken. Absolut. Hast du da aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung heraus so ein paar Anhaltspunkte, wie das im Mittelstand gelingen könnte? Ich würde jetzt als mittelständisches Unternehmen ganz einfach Workshops organisieren. Workshops mit meinen Kunden und gemeinsam mit denen überlegen, wie ändert sich euer Problem in den nächsten Jahren im Zuge der Digitalisierung und wie können wir euch jetzt helfen? Also vor dem Hintergrund der Ressourcen, der Kompetenzen, die ja jedes Unternehmen hat. Also auch wieder. Also das wäre jetzt so mal meine Herangehensweise. Also Kunden als Treiber der Innovation im eigenen Unternehmen, sehr spannend, um dabei zu helfen, dass der heutige Erfolg nicht der Grund für den morgigen Misserfolg wird, oder? Ja, weil wir haben ja sehr disruptive Veränderungen zum Teil und da muss man ja schon überlegen, was heißt das jetzt für unsere Kunden eigentlich? Wie ändert sich jetzt das Problem unserer Kunden und wie kann man sich dann eben aufstellen, um eine veränderte Lösung quasi bereitzustellen? Sagt man öfters, also dass der Mittelstand in Deutschland unterkapitalisiert ist. Ist das eine der Probleme, die wir dann haben in der Digitalisierung? Muss man also ein anderes Finanzierungsmodell aufstellen, damit man ein bisschen risikoaffiner für die Zukunft sein kann? Das ist sicherlich ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird. Und es ist natürlich auch hier haben wir wieder das Pfadabhängige. Wenn man in digitale Technologien investiert, ist nicht so der Sachgutcharakter da, wie wenn man jetzt in eine neue Produktionsmaschine investiert. Mhm. Und damit haben wir hier oder neue Ideen und damit haben wir einfach ein Problem bei der Finanzierung. Das ist sicherlich ein Punkt. Also müssen bei der Regierung dann auch, also die Glocken klingeln, dass sie dann Ideen abschreibbar machen. Zum Beispiel, ja. Genau. Also ja, neue Formen der steuerlichen Betrachtung von Ideen wäre gut, oder? Zum Beispiel, genau.
Ich glaube, es gibt ja sehr, sehr viele Vorschläge in Richtung Finanzierungshilfen oder Unterstützung. Jetzt argumentiere ich manchmal auch so ein bisschen, weil es natürlich meine Homebase ist, dass die Investitionsentscheidungen auch deswegen vielleicht nicht so mutig getroffen werden, weil man sich auch in einem unbekannten Terrain befindet. Also ein plakatives Beispiel, ein Maschinenbauer, der weiß halt irgendwie, was der Preis für eine Maschine ist und wie die sich amortisiert und so weiter und so fort. Wenn es aber um irgendwelche Projekte geht, die mit Daten zusammenhängen, dann ist das natürlich sehr explorativ. Man weiß vielleicht irgendwie vorab noch gar nicht so richtig, was dann tatsächlich auch der Nutzen ist. Wie hängt denn auch dieses Problem mit der Kompetenz im Mittelstand zusammen? Gut, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist auch hier wieder, dass man eben die, oder was eigentlich ganz wichtig ist, ist zu verstehen, wie die Digitalisierung, also die Implikation der Digitalisierung zu verstehen. Mhm. Und das bedeutet, dass eben so klassische Wirtschaftlichkeitsanalysen an ihre Grenzen geraten. Mhm. Weil wir haben bei digitalen Technologien im Unterschied zu jetzt irgendeiner Maschine haben wir Verbundeffekte, wir haben langfristige Effekte auf die Wirtschaftlichkeit, die wir einfach gar nicht berücksichtigen können. Mhm. Und ich glaube, das ist schon mal der erste oder der erste wichtige Punkt in Richtung Kompetenzen, ist, sich darüber bewusst zu machen, was heißt denn die Digitalisierung? Was verändert sich dadurch? Und was heißt das jetzt für so klassische, ja, wie wir es immer bei uns im Arbeitskreis nennen, die klassische Metrik? Was heißt das jetzt für unsere klassische betriebswirtschaftliche Metrik? Für zum Beispiel für Wirtschaftlichkeitsanalysen, für Kosten-Nutzen-Analysen und so weiter. Und es geht eben nicht um die einzelne Maschine, sondern es geht um die Vernetzungstendenzen, die ganzen Verbundeffekte von digitalen Technologien. Das macht es, glaube ich, für viele schwierig, auch in digitale Technologien zu investieren, weil man die viele Effekte eben nicht zum Zeitpunkt der Entscheidung realisieren und abschätzen kann. Also du sprichst ja auch Kennzahlensysteme an. Ja, was misst man eigentlich? Wie bewertet man Erfolg oder Misserfolg? Ja. Und dann kommen wir natürlich auch ganz schnell zur Frage, und da hast du dich ja auch damit beschäftigt, des Geschäftsmodells. Also es geht vielleicht gar nicht um die Frage, ob sich dann ein einzelnes Produkt oder eine Technologie amortisiert, sondern welchen Mehrwert generiert das im Geschäftsmodell. Kannst du da vielleicht nochmal zwei, drei Gedanken mit uns teilen, warum sich auch hier wieder der Mittelstand ein bisschen schwerer zu tun scheint, ja, mit wirklich dem Innovieren der Geschäftsmodelle? Weil ja sehr viele klassische Geschäftsmodelle sind ja physisch bedingt. Die basieren auf Sachprodukten, auf physischen Produkten. Mhm. Und ich glaube, wir müssen da ein bisschen umdenken in Zukunft, sehr viel mehr in Leistungsbündeln denken und physische Produkte mit Services verknüpfen und in Problemlösungen. Der Kunde hat ein Problem und wir brauchen eine Lösung, und diese Lösung besteht unter Umständen eben aus einem Produkt plus einem Service. Mhm. Und das ist sicherlich auch was, was einfach ein anderes Denken ist, ein anderer Umgang mit Geschäftsmodellen. Mhm. Da glaube ich. Wie ist es eigentlich, also Rahild, wenn wir dann auch diese Geschäftsmodelle dann irgendwie so verinnerlicht haben und wir gehen jetzt an die Mitarbeiter heran, da redet ja jeder heutzutage von der Agilität, die vorhanden sein muss. Wie siehst du, das muss zuerst Agilität von oben gelernt werden, bevor es im Betrieb umgesetzt werden kann? Oder ist diese Art und Weise, wie es heute gemacht wird, dass man dann die Mitarbeiter in Agilität schult und dann ganz geschockt ist, was die dann alles also dann heranbringen, der richtige Weg, den wir weiterverfolgen sollten? Ich glaube beides. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen einmal das agile Denken von oben oder die Erlaubnis, agil zu denken. Aber wir brauchen auf der anderen Seite natürlich auch die Mitarbeiter, die das dann gerne machen, die das umsetzen und die dann da ihre Ideen bringen. Mhm. Ich glaube, was wir, glaube ich, machen sollten, ist nicht mehr so stark zu denken, es gibt jetzt hierarchische Strukturen und oder agile Strukturen, also entweder oder. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr
dahin kommen, dass wir sagen, es gibt, wir haben unsere hierarchischen klassischen Strukturen, die sind in bestimmten, die sind ja auch, haben sich ja auch bewährt, sind effizient, sind ja auch gut. Und daneben muss es agile Netzwerke geben, also diesen Und-Charakter, also diese Hybridität auch auf Organisationsstrukturen bezogen. Sowohl das eine wie auch das andere. Und das kann von unten und oben muss das unterstützt werden. Also nicht immer so viel entweder oder vom einen Extrem ins andere, sondern eben die Schattierungen, die wir brauchen. Genau. Das ist ja gar nicht so einfach, weil man ja sich immer an bestimmten Fixpunkten festhalten möchte. Und ja, momentan merkt man eben so ein bisschen, dass die Agilität überall wichtig ist. Aber wenn man dann in die Realität guckt, dann bedeutet Agilität auch oft einfach nur Chaos oder planloses Durcheinander. Auch hier nochmal die Frage, und ich möchte gerne so ein bisschen die Brücke schlagen zu deinem Kapitel im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, wo du ja auch dich mit der Frage genauer auseinandergesetzt hast, Kompetenzentwicklung im Mittelstand. Was können denn Mittelständler tun, um diese Dinge zu lernen, diese Schattierungen zu lernen, auch diese bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen in diesen ganzen Diskussionen rund um Digitalisierung und Kompetenzen? Gibt es da so ein paar Punkte, die du explizit an den Mittelstand empfehlen würdest? Ich glaube, das Wichtigste ist, sich selbst erstmal klar zu werden, was braucht man überhaupt für Kompetenzen? Mhm. Also das ist ja, dieses Kompetenzthema ist ja sehr breit momentan und es gibt ja unwahrscheinlich viel Literatur, Studien und Seminare. Aber entscheidend ist ja, was brauche ich im Unternehmen? Und was sind tatsächlich jetzt die Kompetenzen, die mich weiterbringen in Richtung Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, in Richtung neue Problemlösungen, neue Ideen, neue Innovationen. Und daher sehe ich also ganz als wesentlichen Schritt erstmal, sich darüber klar zu werden. Und das Zweite ist dann aber auch zu sehen, dass es nicht nur um digitale Kompetenzen geht, nicht nur um technische Kompetenzen, sondern dass aus meiner Sicht persönlich methodische Kompetenzen extrem wichtig sind, auch soziale Kompetenzen immer wichtiger sind, weil wir haben immer mehr mit virtuellen Teams zu tun, agilen Teams und so weiter. Und aber auch prozess- und lösungsorientierte Kompetenzen. Mhm. Also das, was wir vorhin gesprochen haben, diese Kreativität und Lösungen zu erstellen, Lösungen zu entwickeln, neue Ideen zu entwickeln und so weiter. Und da ist Agilität oder agiles Denken natürlich auch eine wichtige persönliche Kompetenz. Mhm. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich darüber klar zu werden, was brauche ich eigentlich für Kompetenzen. Und das habe ich auch ein bisschen ja versucht, in dem Beitrag zu verdeutlichen. Genau, also Ist-Soll-Abgleich, um das Delta dann auch zu finden. Ist das denn eine Führungsaufgabe oder wer ist dafür verantwortlich im Unternehmen, um das zu tun, im mittelständischen Unternehmen, wo wir jetzt nicht die Strukturen haben, dass es da vielleicht einen Kompetenzmanager gibt? Eigentlich sind es die Führungskräfte, die dafür verantwortlich sind. Mhm. Also es hängt ja eng mit der Frage, die wir vorhin hatten, zusammen. Wie entwickelt sich das Geschäftsmodell weiter? Mhm. Und das ist letztlich ja auch eine Führungsaufgabe. Mhm. Und davon hängt es ja ein bisschen ab. Der Kunde hat, verändert sich das Problem, das Geschäftsmodell sollte angepasst werden, was brauche ich für Kompetenzen dafür? Mhm. Und das ist sicherlich eine Führungsaufgabe, aber dann kann man das sicherlich gemeinsam auch mit Workshops organisieren und mit den Betroffenen natürlich auch. Mhm. Ja. Ist das so, Rahild, wenn man dann analysiert, was man für Kompetenzen im Betrieb hat, stellt man, ob man will oder nicht, meistens fest, dass irgendetwas fehlt. Muss man dann losrennen und wie wild neue Leute einstellen? Oder gibt es ein Patentrezept für die Weiterbildung, dass man das dann auf einmal hat? Oder ist das auch etwas, was wir dann differenziert sehen müssen für die Zukunft? Leider gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Das wäre so schön, wenn es das gäbe. Nein, ich glaube, es gibt einfach ja verschiedene Möglichkeiten, dieses Kompetenzgap dann quasi zu füllen. Da ist sicherlich Suche nach neuen Leuten eine Möglichkeit. Wir haben allerdings ja auch einen sehr starken Fachkräftemangel momentan. Das ist ja auch ein großes Thema. Aber man kann natürlich auch eine interne Weiterentwicklung forcieren. Und da gibt es, glaube ich, gerade durch die Digitalisierung so viele neue Möglichkeiten.
da ist auch wieder nicht entweder oder. Ich mache Weiterbildung in externen Seminaren oder am Arbeitsplatz. Man kann so viel verknüpfen, man kann das so schön verbinden. Und man kann ja auch das vorhandene Wissen im Unternehmen bündeln und die vorhandenen Kompetenzen bündeln und dann die Weiterentwicklung so forcieren. Ja, ich glaube, es ist immer eine Frage, auch wie man das kommuniziert. Also oft wird es ja so hingestellt, dass die digitale Kompetenz in Konkurrenz steht, auch zu bestehenden Know-how. Das mag in Teilbereichen der Fall sein, aber ich denke immer ganz oft, wir sind viel in der Industrie unterwegs an diese, ich nenne sie Handaufleger. Ja, das sind Menschen, die sozusagen in eine Fabrik reingehen und die legen ihre Hand auf eine Maschine oder riechen den Geruch und wissen, ob die Dinge okay sind oder nicht. Ja, also allein am Geruch oder an der Vibration erkennt dann so ein Experte oder eine Expertin irgendwie, ob das alles passt. Und eigentlich wollen wir ja auch dieses Know-how nutzen in der digitalen Zukunft. Ja? Und darin liegt für mich auch eine ganz spannende Synthese, dieses gewachsene Know-how, gerade des Mittelstands, dann zu übersetzen in den digitalen Kontext. Ja, und das ist so wichtig, dieses implizite Wissen, das ist so wichtig. Und das gewinnt ja auch durch die ganzen Herausforderungen nochmal an Wert. Hast du da Überlegungen, wie man gerade dieses implizite Wissen auch weitergibt und auch weiterbildet? Weil natürlich, sag mal, ein E-Learning und Schulungen, die sind ganz, ganz wichtig, um Grundlagen-Know-how, vielleicht auch Methoden-Know-how zu vermitteln. Aber was machen wir genau mit diesem impliziten Wissen, was du gerade ansprichst? Wie können wir das besser managen, gerade auch im Mittelstand? Das ist ja tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Forschungsfrage auch, dieses implizite Wissen. Es gibt schon Strategien. Es gibt die sogenannte Personalisierungsstrategie, die sagt eben, dass man eigentlich implizites Wissen nur dadurch weitergeben kann, dass man sehr eng mit dieser Person zusammenarbeitet. Und wir sehen es in der Medizin, wenn jemand die wie viel zehntausendste Knieoperation gemacht hat, hat er so viel implizites Wissen, das kann er nicht artikulieren, aber er kann es jemandem anderen zeigen oder durch Personalisierung kann man den bringen. Und ich hatte mal ein Projekt, da war eine Führungskraft, die stand kurz vor der Pensionierung und hatte extrem viel Kundenwissen und das konnte man nicht artikulieren. Aber dadurch, dass dann eben der Nachfolger immer dabei war, wurde dieses Wissen weitergegeben. Das ist eben dieses implizite Wissen. Ich glaube, das geht vor allem dadurch, dass man es. Es ist interessant, dass diejenigen Leute, die darüber verfügen, das ja oft gar nicht so wissen, dass sie darüber verfügen. Weil ist das. Ja? Entschuldige. Nee, Entschuldigung. Ist das vielleicht auch ein Plädoyer für sozusagen gegen diesen Jugendwahn manchmal so ein bisschen und mehr, sagen wir, mehr auch gemischte Teams und auch mehr Diversität auch aus dem Altersspektrum? Auf jeden Fall. Wir haben so viel Erfahrungswissen, so viel wertvolles, implizites Wissen in unseren Unternehmen. Also auf jeden Fall. Gemischte Teams, da sind wir aber auch wieder beim agilen Teams, die man da auch nochmal sehr, sehr viel schön, sehr viel besser zusammenstellen kann. Diverse agile Teams, um auch voneinander zu lernen. Und der Philipp, das bei mir, Engländerin, wie ich bin, brennt es immer wieder mit mir durch. Und ich habe jetzt im Kopf ein Bild von einem Lied, Me and My Shadow, ich und mein Schatten. Wäre das sinnvoll, dass man dann sagt, dass man, um dieses Wissen, was du jetzt vorhin beschrieben hast, weiterzugeben, man auch in der Ausbildung ein Schatten bildet, wo man dann also zu zweit unterwegs ist, alt und jung, dass man voneinander lernen kann, dass man immer wieder so abwechselnd voneinander das abschauen kann, was passiert, oder hältst du das für nicht streng deutsch genug, um das durchzuführen? Also ich halte es bei bestimmten Wissens, bei bestimmten Bereichen, das auch, was der Philipp vorhin gesagt hat, mit den Menschen, die in der Produktionshalle stehen und sofort wissen, was los ist, dass man hier viel, viel enger mal zusammenarbeitet, um dieses Erfahrungswissen mitzubekommen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und die Alten von den jüngeren Menschen, auch andersrum das zu spielen? Ich glaube, das passiert sowieso. Also ich glaube, es passiert dann, wenn man so eng zusammenarbeitet, sowieso in beide Richtungen. Das setzt natürlich auch wieder eine Lernkultur voraus, ne, wo man einfach intuitiv in alle Richtungen lernt. Also der Junior kann dem Senior was zeigen und andersrum und der White Collar vom Blue Collar und so weiter und so fort. Wie weit sind wir denn mit dem Thema Lernkultur im Mittelstand? Also
Hast du da Einblick? Einblick jetzt immer mal wieder in Forschungsprojekten, aber ich glaube, das ist gar kein Mittelstandsthema, es ist einfach ein Thema bei uns in der Gesellschaft, was Lehrkultur angeht. Mhm. Wir sind leider nicht immer bereit zu lernen, sagen wir es mal so. Also oder so offen für Lernen. Also für das, was es eigentlich momentan braucht, dass man immer wieder neu dazulernt, dass man Feedback gibt, dass man lernt. Das sind alles so Dinge, die vielleicht bei uns noch nicht so gelebt werden in vielen Bereichen. Woran liegt es? Die Frage drängt sich auf. Ja, ich glaube, das ist einfach unsere, wie wir es im Arbeitskreis immer nennen, unsere Metrik, unsere betriebswirtschaftlich analog-industrielle Metrik, also vor allem analog-industriell, in der natürlich jetzt vielleicht Lernen nicht diese Rolle gespielt hat, wie es jetzt ist, sondern mal eher effizient. Genau, Effizienz und Wissen ist Macht und all diese Dinge. Und auch unser Schulsystem ist ja nicht unbedingt so, dass es Lernen oder eine positive Lernkultur tatsächlich fördert oder ermutigt für eine positive Lernkultur. Mhm. Kann man nicht pauschal sagen, aber zumindest in Teilen. Du hattest so ein herrliches Bild in deinem Beitrag für diese Situation. Du hast ja geschrieben, die Landschaft der Lernquellen hat sich durch die Digitalisierung geändert. Das finde ich so schön. Man merkt, dass die Rahe halt im Voralpenland wohnt. Ne? Ja, genau. Die Landschaft der Lernquellen. Müssen wir mehr schulen, dass diese Lernquellen überall vorhanden sind? Also ich denke jetzt gerade an Leuten, die länger im Betrieb sind, die immer gelernt haben, man darf nicht irgendwie während der Arbeitszeit irgendetwas anderes machen als arbeiten und noch nicht begriffen haben, dass Lernen auch Arbeiten ist. Müssen wir das mehr schulen, diese Offenheit für alles in diese Landschaft? Ja, absolut. Absolut. Aber das ist tatsächlich aus meiner Sicht schon auch in den Schulen, in den Unis überall. Also und auch in den Unternehmen, dass man eben wirklich am Arbeitsplatz lernen kann und dieses ganz diametrale entweder lernen oder arbeiten, ich glaube, das ist einfach obsolet mittlerweile. Mhm. Wir haben hier auch wieder diese Hybridität. Man muss eben problemorientiert dann auch überlegen. Und vor allem, wie kann ich Lernen mit Arbeiten verknüpfen? Was ist dein optimalstes Bild von einem Führungskraft von heute? Also wenn ich jetzt sagen würde, meins wäre das, wenn ich sagen würde, mein Führungskraft ist ein Enabler für meine Zukunft. Wie siehst du das? Wie wichtig ist das, dass man diese Funktion dann auch betitelt? Ich sehe es ähnlich, absolut. Also es geht tatsächlich darum, zu enablen, zu empowern, zu coachen, zu unterstützen, weil und vor allem dieses Sehen, dass letztlich ja die Mitarbeiterinnen extrem wertvoll sind und über extrem viel Wissen verfügen, über Können verfügen und dass man da eigentlich viel mehr auf Augenhöhe auch miteinander agiert. Aber so dieses Empowerment enablen, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also geht es vielleicht gerade im Mittelstand dann gar nicht so sehr darum, dass es um den digitalen Wandel geht, sondern eher um den Wertewandel, um den kulturellen Wandel, der eigentlich damit verbunden ist. Ja, nicht nur im Mittelstand, aber auch um das digitale Mindset im Grunde. Ja. Also wir haben einfach aus meiner Sicht ganz, ganz andere Rahmenbedingungen jetzt. Auf die wir uns vorbereiten müssen. Und damit haben wir eben dieses Digital Mindset, was mir oft angesprochen wird, das ist, glaube ich, oft noch viel wichtiger zu verändern oder weiterzuentwickeln, sagen wir es mal so. Der Digital Mindset, man hat Zahlen im Kopf. Oder wie würdest du das genau beschreiben? Was ist diese Mindset, den man braucht für die Zukunft? Zu verstehen, wie die Digitalisierung die Strukturen verändert. Und dann eben, wenn mit diesem Verständnis kann man sich eben sehr gut vorbereiten auf die Veränderungen, Geschäftsmodelle und so weiter.
Also das heißt, die Führung vom Unternehmen muss keine Angst haben, wenn er nicht programmieren kann, er kann trotzdem ein Digital Mindset haben. Ne? Ja, die haben das Verständnis, was passiert. Was passiert durch die Digitalisierung, KI, Automatisierung? Was bedeutet das? Wo wir natürlich auch wieder ganz klar beim Kompetenzthema sind. Ja, also das Digital Mindset fliegt vermutlich auch nicht einfach vom Himmel, sondern muss beobachtet, erlernt werden, muss einfach vorgelebt werden, also braucht Inspiration. Und ja, in unseren Podcast-Folgen haben wir immer zwei Fragen, die wir unseren Gästen immer stellen. Und du kannst so ein bisschen die Art und Weise, wie du die Fragen beantwortest, herausholen, weil es sind sehr breite Fragen und du kannst dich gerne auf einen Teilaspekt konzentrieren. Und die erste Frage wäre so ein bisschen, wenn du an die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung denkst, an die Zukunft der digitalen Kompetenzen, gibt es 2, 3, 4 Punkte, wo du sagst, darauf wird es wirklich ankommen in der Zukunft, entweder auf individueller Ebene oder auf institutioneller Ebene oder mikro- oder makroökonomischer Ebene, gibt es da Punkte, die dir einfallen, ganz, ganz ad hoc, das ist extrem wichtig in der Zukunft? Ich glaube, es ist extrem wichtig, die digitale Kompetenzentwicklung nicht auf die digitalen Technologien zu beschränken, sondern für mich heißt digitale Kompetenzentwicklung, vorbereitet zu sein für das Leben und Arbeiten in der digitalen Welt. Und das ist so das, was für mich hier das Wichtigste ist bei der digitalen Kompetenzentwicklung, diesen breiteren Fokus. Digitale Kompetenzen oder Medienkompetenzen sind extrem wichtig, aber nicht nur. Werden wir dann eigentlich immer nur im Nachhinein sagen können, ob wir digital kompetent waren? Weil letztlich geht es ja darum, wenn wir unsere Aufgaben lösen konnten und wenn wir diese Zukunft bewältigen konnten, dann können wir ja von uns behaupten, ja, wir scheinen digital kompetent gewesen zu sein. Können wir die Frage überhaupt jemals beantworten, ob wir digital kompetent sind? Ich weiß es nicht. Ja. Komme ich angesaust mit der schwierigen Frage, wenn man jetzt digitale Kompetenzentwicklung betrachtet, was sind die absoluten No-Gos für digitale Kompetenzentwicklung? Was sollte man tunlichst lassen? Die Freude, die Begeisterungsfähigkeit an digitalen Technologien zu unterbinden. Oder das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir vermeiden sollten, dass keine Begeisterungsfähigkeit, kein Interesse da ist für die digitale Welt und die digitalen Kompetenzen. Genau, denn wenn es keinen Spaß macht, dann wird es auch keiner tun am Ende des Tages. Genau, richtig. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Conclusion auch für unsere heutige Podcast-Folge. Und liebe Rade, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, als wirklich großartige Expertin im Bereich Zukunft der Arbeit, Zukunft der Bildung, dass du dein Wissen und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, es gibt jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich näher mit dir und auch mit deinen Inhalten beschäftigen möchten. Und das Schöne ist ja, du hast ja ein tolles Kapitel verfasst, dass es sowohl als Einzelkapitel gibt und das natürlich auch Teil des Handbuchs der digitalen Kompetenzentwicklung ist, digital und in Print. Und nochmal sozusagen zum Mitschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Kapiteltitel war Kompetenzmanagement im Mittelstand, Herausforderungen und Stellschrauben. Und das ist sicherlich gerade auch für Mittelständler interessant, aber nicht nur, denn das sind ganz viele spannende Überlegungen und Erfahrungen generell zum Kompetenzmanagement enthalten. Ja, wir waren heute unterwegs in der Landschaft der Lernquellen, wo man die Hierarchie mit dem agilen Denken verzahnen darf und wo es nicht immer entweder oder gibt und die Begeisterung für die Digitalisierung immer unterstützt werden soll. Das war das Gespräch mit Dr. Rahild Neuburger von der Forschungsstelle Information, Organisation und Management im Cluster Information Systems and Digital Business an der LMU School of Management, die auch Geschäftsführerin des renommierten
Münchner Kreises ist. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ideen haben oder Vorschläge für eine spannende Persönlichkeit in unserem Themenbereich, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast können Sie verfolgen können, was sich alles bei uns im Podcast tut. Und Philipp und ich, wir freuen uns ganz arg, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kohag.